So, und damit herzlich willkommen zurück bei Morrowind Bloodmoon, sage ich jetzt schon. Tribunal ist das. Ich habe das andere viel zu oft gesagt, stelle ich gerade fest. Wir befinden uns auf der Suche nach einem Stückchen Stoffballen. Stoffrolle. So eine rote mit. Spricht weiter. Rautenmuster? Ist das ein Rautenmuster? Stoffrolle. Kann man die bei dir kaufen? Ja, hallo, ich bin der Nereverine und ich möchte gerne... Okay, kaufen geht nicht. 5000 Gold. Was ist das denn hier? Die haben ja alle Kohle ohne Ende. Gucken, ob hier oben noch was ist. Ne, hier liegt eine blaue. Nehmen wir mal eine von den roten mit und gucken mal, ob das die sind, die er haben möchte. Magie, haben wir nicht noch einen Telekinese-Trank sogar? Ja, komm. Speichern wir einmal kurz. Zup. Hi. Hast sogar hingeguckt. So. Sprecht. Ich höre euch. Wow! Wow, wow! Wow! Seid gegrüßt, ihr guten Bürger von Gramfeste. Ich bin der große, berühmte, geachtete und gefürchtete Zauberer Ovis Velas. In den kommenden Wochen werdet ihr mehr und mehr von mir zu sehen bekommen, da ich diese Stadt in die Knie zwingen werde. Für den Augenblick jedoch gestattet es mir, meine Macht am Beispiel eines eurer unglücklichen Landsleute zu demonstrieren. Ihr da, ja, ihr hässliche Angonia, bereitet euch darauf vor, meinen Zorn zu spüren. Was? Junge, bist du irgendwie dumm? Ich habe ihn doch nur angetippt. Abgenutzter Schlüssel. Ey Junge, meintest du den da? Mögen alle nur Gutes über euch sagen, Sera. Mist. Mal gucken, ob es so besser funktioniert. Ich habe gerade festgestellt, dass man die Tastatur hört. Guck mal, ob ich das umändern kann. Jetzt müsste es gehen. So. Ich sah euren Kampf mit diesem Zauberer. Er war äußerst interessant. Ich werde erwartet, dass er... Zäh. Ich hatte erwartet, dass er zäh wäre, nach all den Gerüchten, wie mächtig und böse er sei. Er sagte doch, sein Name sei Velas, oder? Es gibt ein Haus Velas in Göttergriff. Vielleicht würde es dazu beitragen, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen, wenn man es sich mal anschaut. Okay. Zuerst möchte ich aber ganz kurz, weil wir haben ja, gestanden, dass er Geschäfte mit der Khajiit macht. Vielleicht können wir jetzt mit der kleinen Khajiit da unten im Keller... Ja, natürlich ist alles nur ein mieser Trick. Die ganze Welt funktioniert so. So. Gucken, ob wir mit der Khajiit jetzt, sprechen können. Grüße. Oh. Nachricht an Anja. Ich werde an dir viel zu fressen haben. Ups. Ich wollte doch nur...
Ich war doch nur neugierig. Wo ist denn der Qu- Beim Schneider. Na gut. Dann würde ich sagen, mischen wir halt nochmal Clown gehen. Und den komischen Zauberer nochmal umklatschen. So. Ja. Jetzt konnte man auch richtig schön sehen, wie er den Schlüssel nehmen wir trotzdem mal mit. Beim Frieden von Gramfeste, Sera. So. Der ist tatsächlich herteleportet. Na sowas. So. Das heißt, diesmal speichere ich ab, bevor ich mit da unten irgendetwas tue. Ich weiß halt nicht, ob sie uns nicht vielleicht nicht angreift, wenn wir einfach mit ihr reden. Grüße. So, einmal speichern. Hi. Was will Angonia von Ania? Dieser ist nicht mehr. Echsenwurm hat zu viel gesagt, nicht? Ania wird ihn zum Schweigen bringen. Aber zuerst wird Ania euch zum Schweigen bringen. Okay. Ging wohl doch nicht anders. Oh, die hat einfach einen schlichten Vulkangler. Okay. Ania, ich habe wirklich alles versucht und trotzdem interessiert sich niemand für dieses vermaledeite Buch. Vielleicht würde es sich ja sogar gut verkaufen wie die Schriftrollen, wenn man es nur lesen könnte. Wenn ich das Buch nicht bald verkaufe, schicke ich es dir zurück. Ich will es nicht viel länger hier haben, sonst schöpfen die Leute noch Verdacht. Ein Buch. Sie hat aber keins in der Tasche. Okay. So, dann gehen wir doch mal hin und fragen ihn nach diesem Buch. So. Ich habe Ohren. Jo, ich habe auch Ohren. Zwei Stück davon. Eine Ehre es für mich ist. Hallo, Zehnzungen. Ist ja schon gut, ist ja schon... Tut mir nichts. Sie ist diejenige, die mir die Schriftrollen zum Verkauf gegeben hat. Von ihr ist auch dieses... ein gestohlenes Buch, das ich bei mir trage. Allerdings kann es keiner lesen und dementsprechend will es auch keiner kaufen. Nehmt es und lasst mich in Ruhe. Ich schwöre, es war nicht meine Idee. Sie hat mir nicht gesagt, wo sie es her hat. Also weiß ich es nicht. Ich kann das auch gar nicht wissen. Es ist ohne Belang, da ihr sowieso nichts darin lesen könnt, außer vielleicht irgendeinen Namen. Genau. Keine besonderen Angebote mehr. Was haben wir denn da gekriegt? Das ist die Preisliste, das ist Warnung. Private Notizen. Abgesehen von vielen gekritzelten Zahlen und unidentifizierbaren Symbolen kann man nur die Unterschrift erkennen. Elbert Nermare. Warum haben wir nicht... Elbert. Ich schätze, ich habe etwas Zeit. Du hieß nicht Elbert. Euer Respekt soll erwidert werden. Tja, 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 tja. Ihr seid ja ein richtiger kleiner Leckerbissen. Ja, was bist du? Tja, tja, tja. Ihr seid ja ein richtiger kleiner Leckerbissen. Was bist denn?
Ja, in der Tat, ein wirklich großartiger Liebhaber. Zieht ruhig Erkundigungen ein. Ich bin sicher, dass die Damen hier mir zustimmen werden, aber lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Lasst uns die Formalitäten vergessen. Gehen wir doch einfach zurück zu meinem Haus. Okay, ich kann zum Glück nur ablehnen. Nicht euer Typ. Seht doch mal genau hin. Ich gefalle jeder Frau. Oder etwa nicht? Nein? Naja. Habt ihr vielleicht irgendwelche niedlichen Freundinnen? Ich bin frei und auf der Suche nach Vergnügen. Ich meine nach einer Begleitung, so etwas in der Art. Oh Gott, ich bin verzweifelt. Was? Okay. Ihr wisst ja, wie es heißt. Wo eine hübsche ist, ist auch eine hässliche Freundin auch nicht weit. Okay. Ich glaube, wir hätten den da auch mit der armen Kleinen hier verkuppeln können. Aber ich bin ganz ehrlich, den Typ hätte ich ihr nicht angedreht. Boah. Lief doch hier irgendwo rum. Steht die da wieder? Mögen alle nur Gutes über euch sagen, Sera. Goval Ralin, genau. Ist er nicht wunderbar? Er ist so voller Leben und voller Ideale. Ich bin so glücklich. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt so viel für mich getan. Das heißt, für uns beide. Wo ist denn Galen? Mögen alle nur Gutes über euch sagen, Sera. Unser Gespräch bleibt hoffentlich vertraulich, Sera. Ja, mit dem Typen bist du auf jeden Fall glücklich. Ja, mal gucken, ob der vielleicht wieder in Mögen Dings alle nur steht. Gutes über euch sagen, Sera. Na, hier sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Die Gerechtigkeit schläft nie. Kerlchen fehlt. Wo auch immer der. Naja, auf Mögen jeden Fall gut. Den anderen Typen hätte ich eben beim besten Willen nicht angedreht. Der ist ja... Boah. So. Dann schauen wir mal. Wir müssen eh durch den Tempel durch. Dann können wir mal gucken. Vielleicht steht das Kerlchen ja wieder da, wenn das Treffen so gut verlief. Und sie an ihrem alten Stammplatz wieder zurück ist. Vielleicht steht er hier auch wieder. Nö. Okay. Oder? Doch. Da läuft er... Hallo. Seht euch diesen Ort an. Ist es hier nicht großartig? Oh, ein Gürtel. Ich kann euch gar nicht genug danken. Sie ist alles, was ich mir erträumt habe und mehr. Ihr habt mir wirklich geholfen. Daher möchte ich, dass ihr dies nehmt. Es ist nicht viel, aber es ist das Mindeste, was ich, das ich für euch tun kann. Für jemanden, der so viel für mich getan hat. Es ist ein Familienerbstück, müsst ihr wissen. Ach schön. Die zwei sind glücklich. Ach, ist das toll. Das freut mich. Na, immerhin etwas. So, wo wollte ich jetzt hin? Das Haus Velas, aber zuerst möchte ich mal zur Halle der Handwerker. Ich brauche keine Gesellschaft. Verschwindet. Ich brauche keine Gesellschaft. Verschwindet! Okay. Du siehst halt aus wie eine Wache, Junge. Na gut. Halle der Handwerker. Denke ich, der eine Typ noch da?
Ey Junge, ist der Schnorrer weg? Braucht ihr Rüstung nach Maß? Dann biete ich genau das, was ihr sucht. Verdammt, da sei dieser Ilnori. Faustos, verdammt sei er. Dieser verdammte, skriptfressende Sohn eines räudigen Guars. Vor ein paar Stunden ist er losgezogen, ohne Abschied zu nehmen. Einfach weggegangen ist er. Der Henker sei mit ihm. Aber ich brauche trotzdem einen Lehrling. Wenn ihr jemanden trefft, der stark und auf Arbeitssuche ist, sagt ihm, dass ich einen neuen Lehrling brauche. Was für ein Affe. Der Typ ist echt gegangen. Lol. Alles klar. So, dann wollen wir doch mal sehen. Hi! Wie hat der Tag euch begrüßt? Nee, noch nicht. Ich speichere vorher mal nicht, dass der irgendwie dann pumpig wird. Oh, wie wundervoll. Das ist genau das, was ich wollte. Habt vielen Dank. Hiermit ernenne ich euch zum König des Krams. Nehmt dieses Geld als Zeichen meiner Anerkennung. Kommt wieder. Es könnte sein, dass ich noch ein paar Arbeiten für euch habe. Dank eurer Bemühungen ist meine Sammlung umfassender geworden. Allerdings ist sie noch nicht vollständig. Also immer noch unvollständig. Ich hätte euch eine weitere Verpflichtung anzubieten, falls ihr interessiert seid. Wunderbar. Wenn ihr auf das Regal in der hinteren Ecke schaut, werdet ihr sehen, dass dort ein bestimmter Tonkrug fehlt. Hoch mit Längsstreifen an der Seite und einer ähnlichen Form wie dieser blaue Glaskrug dort. Außerdem fehlt noch ein vollständiger Satz kaiserliches Tafelsilber, Gabel, Messer und Löffel. Und zu guter Letzt hätte ich noch gerne einen Metallteller. Der Teller ist gelb und in der Mitte befindet sich ein Bild der Sonne. Findet diese Gegenstände für mich, König, und ich werde euch reich belohnen. Okay. Auch das hintere Regal. Okay, da steht jetzt der Silberkrug. Ah, welch erfrischende Gesellschaft. Bitte teilt eure Gedanken mit mir. Hier hätten wir Humpen. Ach, da unten liegt jetzt der Stoffballen. Schön. Okay. Oh, hallo. Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt einen weiteren Auftrag für ihn. Sobald wir das nächste Mal irgendwo vorbeikommen, bringen wir ihm ein bisschen Zeug. Und dem anderen können wir... Ach du meine Güte. Na gut, was können wir hier noch machen? Wir haben hier ein Haus von Velas. Haus Velas, Schloss 100. Und der abgenutzte Schlüssel funktioniert. Idealst. Seid gegrüßt, so gütig von euch, dass ihr mich in meiner bescheidenen Bleibe besucht. Ich hatte eigentlich vor, euch ein wohlschmeckendes Getränk oder ein Bissen zu essen anzubieten, bevor es ans Geschäft geht. Aber ihr habt euch verspätet und ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Also regeln wir es gleich. Ich habe das Gefühl, dass ihr meinen armen Bruder bereits kennengelernt habt. Eure Wunden sind zahlreich. Ja, Oves hat sich immer gerne für meine Heldentaten rühmen lassen. Leider ist er diesmal bei dem Versuch, mein Doppelgänger zu werden, anscheinend zu weit gegangen. Ich verstehe euch. Ihr musstet euch verteidigen, aber ihr müsst auch mich verstehen. Ich muss meinen Bruder rächen. Von daher ist ein Duell vonnöten und besser jetzt als später. Macht euch auf etwas gefasst. Euer Untergang steht bevor und ich habe noch etwas anderes zu erledigen. Ui. Wow. Was haben wir hier?
Schön Geld, das nehmen wir mit. Die Wiebernsturmklinge nehmen wir auch mit. Was ist das da? Oh ja, das nehmen wir auch mit. Giftblüte und dritte Barriere kannst du behalten. So, jetzt können wir hier auch mal ein bisschen was mitnehmen, weil das ist Nee! Pö. Was können die... Süßbrei. Das macht Lebensenergie wiederherstellen. Uiuiui. Nice. Skripkohl. Na gut. So. Alles mitnehmen. So. Haben wir hier vielleicht noch was Sinnvolles drin? Ach Gott, komm. Die Eier nehmen wir auch mit. Die Flasche brauchen wir nicht. Vielleicht hat er hier noch Silberbesteck rumfliegen. Oder vielleicht einen gelben Teller. So. Aus das Chaos. Hier waren wir dran. So, dann gucken wir mal, dass wir das hier gleich auch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Nö. Okay, mal gut. Das ist, glaube ich, der Teller ist zu groß. Gelbe Glasschüssel ist das außerdem, okay. Ui, 5 Draken sind da drin, na sowas. Ach, was soll's. Vivex Kanten, die Geschichte. Gelbe Buch der Rätsel. Das nehmen wir mal mit. Wort der Stammesmutter. Hm. So. Gucken, was der hier oben rumfliegen hat. Alchemistische Formelsammlung. Die können wir mal mitnehmen. Jo. Oh! Gabel, Löffel, Messer. Na, immerhin. Ein paar Sachen haben wir schon mal. Topf aus Pfirsichglas. Das ist nichts, was wir gebrauchen können. Das auch nicht. Nein, Mist. Guck mal, nehmen wir doch das Lehrlingsding. Wenn wir uns auch noch treffen würden. So. Na komm. Brav. Noch mehr. Einfach nur, weil wir es können. Viel hilft viel oder so. Okay. Damit haben wir das auf jeden Fall weg. Nehmen wir dich hier mal wieder an. Und reparieren mal unser ganzes Gedöns. Jo. Hätte ja sein können, dass er vielleicht auch noch einen gelben Teller oder so mit da gehabt hätte. Ich glaube, irgendwie so ein... Das war das Letzte, was der noch haben. Irgendein Krug oder so, oder? Großen Tontopf. Mit vertikalen Linien. Den da vielleicht? Nee, mit vertikal, nicht horizontal. Weiß nicht, ob der das ist. Ist auf jeden Fall ein Tontopf. So. Ich glaube, wir müssen eh wieder zum Bazar. Damit wir vielleicht einen gelben Teller finden. Ne? Brandleier etc. Vielleicht haben wir da ja Glück.
Und jetzt, wo ich gerade mal so kurz rüber lure, würde ich sagen, wir suchen den gelben Teller in der nächsten Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge schaut. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.